uns im Biwaki-See. Wir tauchen ein in die Stille. Hallöche, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen von der schönsten Insel der Welt, Peru Place. Ich bin der Peru. Ja, Freunde, nach längerer Pause bin ich gewillt und habe wieder mal Lust, auf Streife zu gehen mit dem Police Simulator Patrol Officers. Ja, und da schauen wir doch ganz einfach mal rein. Wir spielen das Ganze wie immer auf der PS5 und wir werden eine kleine Streife machen. Heute mal zu Fuß, weil, ja, bietet sich an hier, ne? Und da kracht es auch gerade, die brauchen ein bisschen Unterstützung, sehen wir hier an der rot-orangenen Einfärbung. So, Freunde, bevor wir loslegen, nicht vergessen, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da, gerne die Glocke läuten, ne, dass ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Ne? Danke für euren Support. So, Brighton, da waren wir schon länger nicht mehr unterwegs. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, welcher Stadtteil das ist, aber ist egal. Wir machen Fußstreife, Punkt. So, da haben wir wieder unseren lieben und geschätzten Kollegen Danny Lopez. Ja, leider sieht er nach den letzten Updates irgendwie anders aus, aber egal. Wie sage ich immer, nicht jede Schönheits-OP geht gut. In dieser Gegend ist die kriminelle Aktivität dramatisch hoch. Stellen Sie sich darauf ein, erhöhte Polizeipräsenz zu zeigen. Ich kann das übernehmen. Okay. So, da wir jetzt Fußstreife sind. Wir brauchen Unterstützung. Wer kann helfen? Echt jetzt? Hatte ich das nicht ausgeschaltet hier, den Bums? Warte mal. Ich bin gerade mit etwas anderem beschäftigt. So, jetzt. Wollte schon. Jetzt sage ich gerade, es macht ja als Fußstreife keinen Sinn hier mit dem Funk. Also finde ich jedenfalls nicht. Weil die meisten Aufträge sind einfach zu weit weg. Und wenn ihr fragt, nein, ich habe mir immer noch nicht die neuen Lackierungen für die Fahrzeuge geholt, beziehungsweise die angeblich neuen Fahrzeuge, die ja keine sind. Ne, es sind nur umlackierte Fahrzeuge. Ja, ne, ihr kriegt da nichts Neues. Ne? Genau dieselben Kästen mit denselben Fehlern für viel zu viel Geld. Ist nach wie vor meine Meinung und deshalb habe ich sie mir nach wie vor nicht geholt. Vielleicht mal, vielleicht, sehr, sehr vielleicht, wenn sie mal im Angebot sind. Aber nö, Leute. Weder 14, 15 noch 10 Euro gebe ich dafür aus. Da warte ich, bis ein Angebot kommt, das angemessen ist, sage ich mal. Dasselbe gilt auch für Skins für die Officers. So, und wir schauen uns jetzt mal hier die... Oh, der Park vom Hydranten hier, das geht ja gar nicht. Das wird nicht nur ein Zettel, das wird auch ein Abschlepper hier. Besondere Haltezone, genau. So, rucki zucki. Ja, ich muss ja jetzt wieder ein bisschen üben, weil wir hatten ja ursprünglich ja mal geplant, einen 8-Stunden-Stream, also mal so einen 8-Stunden-Tag auch wirklich zu machen. Ich werde das jetzt mal für demnächst wieder ins Auge fassen. Wenn ich dann einen Termin habe, lasse ich euch den natürlich sofort wissen, ne? Ist klar. Jetzt müssen wir hier... Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Genau. So, den müssen wir abschleppen lassen. So schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. Sehr schön. Haben wir schon seinen ersten Abschlepper heute. Ach, guck mal hier, ne? Geht aber mal... Na, nee, ist der Fußweg. Ich wollte schon sagen, geht hier querbeet über die Straße, ne? Schiede, kann ich noch nicht mal was sagen. Was mit dem hier hat der... Was ist das für ein Kennzeichen? Warte mal. Hä? Gibt's den Zoomblick nicht mehr? Habe ich was verpasst? Ah, so, okay. Nee, ist gültig. Alles gut. So. Ich merke das jedes Mal. Ist es bei euch genauso? Wenn ich ein Spiel mal eine längere Zeit nicht angefasst habe,
Ich komme mir immer vor wie der allergrößte Anfänger. Weiß gar nicht mal, wo die Tasten sind hier. Oder vielleicht werde ich einfach nur alt. Ich weiß es nicht. So, für mein... Boah, Alter, was raucht denn der hier? Ja, der steht für meinen Geschmack ein bisschen zu nah hier am Bürgersteig. Ja, die Preispolitik von Astagon ist leider nicht mehr so kundenfreundlich, seit ein gewisser Fabian Bolognese eingezogen ist. Ne, ich habe das Gefühl, der will jetzt dieselbe Spur fahren wie bei den TML-Studios hier mit Thermosimulator und den ganzen Bums. Ne, also, ja. So, ich liege übrigens richtig mit meiner Vermutung. Der steht falsch und der darf auch abgeschleppt werden. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Ja, nicht erreichbar. Faule Säge. Hallo, Officer. Moin. Bitte weiterhelfen. Selbstverfreilich. So, was will er denn? Wegweisen. Na gut. Entschuldigen Sie, Officer. Ich kann das Steak in Whisky nicht finden. Können Sie mir bitte sagen, in welcher Richtung das liegt? Sehen wir mal, was am nächsten liegt. Ein Steak in Whisky. Hatte ich selber noch nicht, kann ich mir aber lecker vorstellen. Kennt von euch jemand sowas? Steak in Whisky? Schreibt mir mal in die Kommentare. Vielen Dank, Officer. Okay. Schön zu sehen, Officer. Jo. Hallo. Sind ja richtig interaktiv hier heute, unsere KIs. Macht ja immer wieder Freude. Na, der hat aber keinen Fresh am Morgen, ne? Sanustool, kennt ihr das? Ist ihr Kind antriebslos? Oh, Moment, hier, saufen in der Öffentlichkeit, stopp! Das kannst du festhalten. Was ist das denn hier? Ich halte sie wegen Trinkens in der Öffentlichkeit fest. Ich musste das Bier leer machen, bevor ich die U-Bahn nehmen konnte. Ja, genau. Geweitete Pupillen, volles Programm. Yo, das wird ein nettes Gespräch. Darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Hier, bitte. So, ja. Du siehst auch gar nicht aus wie Salma, ne? Wie kann das sein? Ach, du Scheiße. Ja. Das ist ein gestohlener Ausweis, definitiv. Also da ist das Saufen schon wieder zweitrangig, ne? Das heißt, wir werden ihn gleich doppelt peinigen. Nämlich einmal natürlich mit einer Strafgebühr für Trinken in der Öffentlichkeit. Ne? Ist natürlich klar. Sie bekommen einen Strafzettel wegen Trinkens in der Öffentlichkeit. Das macht bis zu $300. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ja, immer der Standardschnack hier. Ja, aber leider sind deine Papiere vor den Arsch, auf Deutsch gesagt. Ich muss jetzt nur ganz hier Dokumente, okay? Gestohlener Personalausweis. Ich muss sie festnehmen, da der Jawohl. Personalausweis gestohlen ist. Was? So, dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lange rum. Wir rufen meinen Kollegen, der den Typen hier einsackt. Ich brauche um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Jo, aber rubbel die Katz hier. Ich habe noch was zu tun. Das hört sich gut an. Scheint gerade ein Kollege in der Nähe zu sein. Ach, da drüben ist das Revier. Ich hätte ihn selber rüberbringen können. Habe ich aber keine Lust zu. Bin ich tatsächlich schon im Kreis gelaufen hier? Egal. Ich muss Sie bitten, zu kooperieren und mich zum Streifenwagen zu begleiten. Zu Ihren Diensten, Officer. Ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, da jetzt zurückzutickern. Erstens habe ich nicht gesehen, dass wir gerade schon im Kreis gelaufen sind. Zweitens, ich hätte jetzt auch keine Lust gehabt, da zurückzulaufen und dann wieder zurück. Nee. Da rufen wir lieber die Kollegen. Kostet uns ja nichts. Was mich wundert, warum hier diese Parks zum Beispiel immer geschlossen sind, fällt mir immer wieder auf. Egal. So, Leute, auch wenn ich mich öfter mal auskotze hier über das Spiel, nicht missverstehen, ne? Ich mag das Spiel. Ich finde es toll. Es ist der beste Polizeisimulator seit langem und bisher auch der beste definitiv auf Konsole. Gibt's nichts Besseres, ne? Bloß, was dieses Studio
macht teilweise oder seit kurzem macht, seit eine gewisse Person dabei ist. Das geht eben halt nicht. Und da sage ich, ist nicht okay, muss man auch sagen können. Ne, ob das jetzt die Preisgestaltung ist oder irgendwelche wirklich bescheuerten Fehler, die nicht sein müssen. Man muss das ansprechen. Ne? Nichtsdestotrotz ist immer noch der beste Polizeisimulator überhaupt, nach meinem Empfinden. Tut sich nichts weg. Ne? Ist ganz einfach so. So, wir werden jetzt hier mal entlang der Hauptstraße weiter tackern. Wir sind ja Vorbild, ne? Wir warten an der Ampel. Ja? Ein Vorbild für alle Mitbürger hier. Officer Peru. Entschuldigung, Danny Lepworth. Ja, es fehlen uns ja eigentlich nur noch recht wenige Sterne, um... Was ist da denn passiert? Oh! Da haben wir tatsächlich einen Unfall am Straßenrand, beziehungsweise eine Autopanne. Das ist ja mit den Updates für den Highway Patrol mit reingekommen. Da werden wir uns natürlich auch gerne drum kümmern, bei der reizenden jungen Dame hier. Brauchen Sie Hilfe mit Ihrem Fahrzeug? Ich bin kein Experte. Ich weiß nur, dass irgendwas kaputt ist. Rufen Sie bitte den Abschleppdienst. Es gibt schon Anweisungen. Wir fragen höflich um Hilfe, ne? Und die gibt Anweisungen. Das sind mir die richtigen. Führerschein und den Fahrzeugschein, bitte. Ja, Officer, bitteschön. So, erstmal gucken wir, ob bei dir alles gerade ist hier. Q Kowalczyk. Alter, diese Namen, die habt ihr doch bei einer Drogenfeier erfunden, oder? So, der Ausweis ist... Ach komm, das ist doch scheiße. Ausweis ist abgelaufen. Versicherung ist abgelaufen. Und... Tada! Ein offener Haftbefehl. Besser geht's nicht. Ja, ne? Also, wir werden sie gleich festnehmen. Aber ich bin ja Schwein, ne? Vorher kassieren wir sie ab. Ja, gerötete Augen, die wird sie auch gleich haben. Ich mach jetzt volles Programm. Ich mache jetzt hier auch noch Alkoholtest und Drogentest. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob sie betrunken gefahren sind. So, gesoffen nicht, immerhin. Drogentest. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Das misst man nicht an der Stirn, du Pfeife. Den Fehler haben Sie auch immer noch nicht behoben, ne? Die neue berühmte Stirnmessung, ne, beim Drogentest, wer kennt es nicht, ne? Ja, gut. Also, wie gesagt, erstmal knöpfen wir ihr das Geld ab und dann verhaften wir sie. Da fangen wir mal an. Ich werde sie mit einem Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises belegen. Sie verderben mir die gute Laune. Ja, ehrlich gesagt wird es auch nicht besser. Na, da fehlte ja noch was, die Versicherung. Hier ist ein Strafzettel wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Ja, klar, aber jetzt muss ich los. Nee, Schätzchen, du gehst nirgendwo hin, ne? So, jetzt haben wir dich, überprüft. Aber leider hast du in Warrant einen Haftbefehl. Sie sind verhaftet, dagegen Sie ein offener Haftbefehl vorliegt. Bitte, Officer! Ist mir schon klar, dass sie los wollte, ne? Aber, so nicht. So, das heißt, wir werden mal, so, Kafangland-Transport. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Okay, dann können wir uns hier eigentlich um den Wagen kümmern. Was heißt kümmern? Wir lassen ihn abschleppen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Klar.
wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Vorsicht mit dem Kran, die Braut steht noch davor, ne, Kollege hier? Immer zärtlich da, ne? Aber genau vor der Nase, ne? Zu Ihren Diensten, Officer. Das hören wir gerne. Dann können wir jetzt weiter. Ja, das perlt ja richtig, ne? Kann man sagen, heute hier. So, also unsere Grundvoraussetzung hier, Polizeipräsenz zeigen in Shamwick. Da sind wir. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, welcher Stadtteil sind wir hier? Also in Shamwick haben wir auf jeden Fall hier wieder die Ordnung hergestellt. So weit, so gut. Nichtsdestotrotz, unsere Schicht ist noch nicht zu Ende. Oh, jetzt war so ein Hotdog, wer was, ne? Aber wir müssen ja arbeiten. So ist das nun mal, ne? Wir sind im Dienst, Dienst ist Dienst. Da sehe ich schon wieder einen klasse Falschparker, ne? Irgendwas ist immer. Ihr kennt mich, ich bin ein besonderer Fan und Verfechter der Fußstreife, weil man ganz einfach mehr sieht. Das ist eine der geilsten Spielstädte und detailliertesten Spielstädte, wo ich seit langem durchgelaufen bin. Deshalb finde ich es eigentlich, und das kann ich immer wieder nur sagen, wiederholen und betonen, viel zu schade, da durchzuzimmern mit dem Wagen, weil man so viel verpasst und nicht sieht. Ja, vom Verbrechen mal ganz abgesehen. Ich liebe die Fußstreife. Ich weiß, den einen oder anderen von euch ödet das ein bisschen an. Die wollen lieber Auto-Action. Das machen wir ja auch hier oft, ne? Aber wie gesagt, mein Favorite, und das sage ich ganz offen, ist die Fußstreife. Jawohl. So, der Kollege steht hier falsch rum. So, da hinten hat jemand Müll weggeworfen, aber da renne ich jetzt nicht ganz hin für ein Ticket für Müll. Das könnt ihr knicken, Freunde. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir da oben ist diese wunderbare Brücke, ob wir da mal so ein bisschen wieder Radarmessung machen, da mal so ein bisschen das Startsäckel füllen. Müssen wir mal gucken. Das wäre hier auch ein schöner Park. Warum ist der zu? Der ist immer zu. Moin. Ach, redet auch nicht mit jedem hier, arroganter Sack, ne? Junge, Junge. So, wir gucken mal hier. Auf der Brücke. Ah, da ist eine Ampel, da ist es nicht so günstig. Ich brauche einen schönen Spot, wo sie beschleunigen. Oder relativ schnell schon ankommen. Ja, und dann einfach mal so ein bisschen mit der Pistole raufhalten. Also mit der Radarpistole, ne? Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Mal. Wie? Ich habe mein Gebiet verlassen. Okay, wir sind im falschen Revier für die Aktion. Aber vielleicht finden wir ja auch an der Straße direkt mal einen Spot, wo wir eine schöne Messung vornehmen können. Na gut. Dann gehen wir hier weiter runter. Schätzchen, wo bist du hin? Hallo? Hallo? Hallo, bleiben Sie mal stehen. Polizei? Sie waren schneller, als ich dachte. Ja, wo willst du denn hin, sag mal? Was ist denn hier Phase? Zeigen Sie mir Ihren Ausweis, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Wieso läuft die denn von mir weg? War das eine Autoknackerin hier oder was?
Paulina Endo. Was ist denn mit dir verkehrt, Mädel? Was läufst denn wie eine... Fahren ohne Versicherungsschutz, Bestechung. Aber hier die Papiere selber sind in Ordnung. Warum läufst du? Verstehe ich nicht. Was ist denn da los? Aber da sie geflüchtet ist, glaube ich, darf sie zumindest abtasten. Erlauben Sie mir, sie nach illegalen Gegenständen abzutasten. Also ich habe auch schon erlebt, dass Sprayer mittlerweile vor mir weglaufen. Ein Handbohrer. Das sieht mir sehr verdächtig aus hier, sag mal. Nach Autoknacker mit diesem Handbohrer, weißt du, für die Schlösser. Ja. Also ich kann sie so oder so festnehmen, weil sie vor mir geflüchtet ist. Ich verhafte sie, weil sie vor einem Strafverfolger geflohen sind. Eben. Nein, bitte nicht, Officer. Also die kassieren wir so oder so ein, ne? Da gibt's nix. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Verstanden, ich schicke die nächstgelegene Einheit an ihren Standort. Ja, seht ihr, das läuft doch, ne? Wie geschnitten Brot. Eine Verhaftung nach drei anderen. Entschuldigen Sie. Und hier braucht jemand Hilfe. Hallo, junge Frau. Oh, mach mal die Sirene aus, da versteht man ja nichts. Hallo, Officer. Ich versuche, das Riesendinosaurier-Monument zu finden. Können Sie mir bitte sagen, in welcher Richtung das liegt? Sicher, ich zeige Ihnen den nächstgelegenen Standort. Oh, geht der... Mach die Sirene aus, Kollege! Mach das Ding aus oder ich schieße! So, es wird gesucht, die Dinosaurier-Statue. Da ist sie. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Officer. Ja, jetzt bin ich fertig. Jetzt machst du die Sirene aus. Knalltüte. Na gut. Kann man sich nicht vorstellen, ne? Wenn man es nicht mehr braucht, wenn es um nichts mehr geht, weißt du, dann macht er die Sirene aus. Das ist... Naja. So, da haben wir jetzt schön Punkte gesammelt. Sehr gut. Ja, also ich wollte diese 8-Stunden-Schicht ja übrigens machen, unter anderem, weil du dich ja in der Zeit auf allen Stadtteilen bewegen kannst. Da bist du ja nicht auf ein Revier fixiert, sondern kannst also wirklich das gesamte Gebiet bearbeiten. Und natürlich, du hast die Möglichkeit zum Multiplayer. Ja, und ich will einfach mal sehen, ob ich überhaupt 8 Stunden überlebe. Ne, also wegen den Charakterpunkten. Ne? Also wenn die Charakterpunkte natürlich unter Null sinken, dann ist die Schicht vorbei, so oder so. Ansonsten müsstest du theoretisch, ja, mehr oder weniger endlos weitermachen können. Ne? Und das wollte ich mal austesten. Wie gesagt, wenn ich dafür einen Termin habe, lasse ich euch das wissen. Und vielleicht hat der ein oder andere ja Lust, mich bei dieser Megaschicht wenigstens zeitweise zu begleiten. Ihr könnt mir da ja schon mal Bescheid geben, ne, in den Kommentaren oder wenn ihr bei mir natürlich in der Freundesliste seid, per Nachricht. Ne? Dankeschön. Also der da drüben an der Ampel, der steht da doch schon wieder verdächtig, oder? Was macht der da? Ja, ich meine den da. Da forsche mal jetzt hier wieder. So. Ich meinte, der hätte gerade was in der Hand gehabt, was er nicht in der Hand haben sollte. Nämlich eine Flasche. Aber jetzt sieht er wieder ganz normal aus. Hallo. Naja, immerhin grüßen dürfen wir ihn. Ist auch nett. Kann man machen. Ja, da geht's schon wieder aus meinem Revier raus. Okay, ich bin schon überzeugt. Dann gehen wir hier weiter. Ja, also für das Fahrrad würde ich aber auch einen Strafzettel ausstellen, oder? Quer über die Straße, das ist ja nicht so doll. Naja, das Kennzeichen ist abgelaufen. Genauso wie die Parkuhr. Nicht gut.
So, dann noch die Versicherung. Also, was heißt Versicherung? Abgelaufenes Kennzeichen halt, ne? Läuft. Ja, dieses Fahrrad steht wirklich im Weg. Ich würde so gerne dafür einen Strafzettel ausstellen. Ich kann es leider nicht. Bis jetzt allerdings so ruhig, ne? Also auch was hier Verkehrsunfälle angeht. Ich will mal Richtung Unterführung hier gehen, da geht immer was. In der Regel. Aber erstmal nehmen wir uns den Kollegen hier vor. Parken auf dem Bürgersteig geht natürlich gar nicht. So, das Schildkennzeichen scheint okay zu sein. Na, hier ist schon wieder Reviergrenze. Hey, Officer. Hm? Kennen wir uns? Hallo zurück. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier... Alter, hier liegt das Fahrrad einfach nur rum. Mit fast wie im richtigen Leben hier, ne? So, hier steht jetzt aber wenig rum. Ich hatte jetzt eigentlich auf mehr gehofft, beziehungsweise... Erinnert ihr euch? Kurz nach dem Release, das war so eigentlich der Hotspot eigentlich für Graffiti-Sprüher. Was auch Sinn machte. Jetzt trifft man die wirklich hier unter den Brücken fast gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum. Die Graffiti-Sprüher sieht man überhaupt jetzt im Spiel nur noch selten, oder? Kommt mir das nur so vor? Ist das eine aussterbende Spezies hier im Spiel? Haben wir sie alle eingebuchtet? Kann ich mir nicht vorstellen. So, lass mal kicken. Das ist jetzt nicht so riesiges Revier. Das heißt, wir nehmen hier jede Ecke mit. Oh, schön gerade die Sonne, ne? Ja, bei mir juckt es wieder hier im Hals. Klimaanlage läuft schon wieder. Dieses Jahr will bei uns der Sommer irgendwie nicht aufhören. Das heißt, man muss auch weiter die Klimaanlage laufen lassen. Nee, es hilft nichts. Ja, da erkenne ich jetzt aber nichts. Also er steht definitiv zu weit hier auf dem Bürgersteig. Nee, das passt. Okay. So, zu weit auf Bürgersteig. Mit freundlichen Grüßen, Officer Peru. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ich achte viel zu wenig auf diese Schilder hier. Meistens dokumentieren sie ja Parkverbotszonen. Ich muss das mal wieder öfter mir wirklich anschauen, weil ich glaube, da können wir noch viel, viel mehr Tickets ausstellen. Oh, Moment, Moment, Moment. Da haben wir doch schon wieder so einen Öffentlichkeitssäufer, ne? Oder Säuferin in dem Fall. So. Dann, ne? Gucken wir mal. Trinken in der Öffentlichkeit. Ich halte Sie wegen Trinkens in der Öffentlichkeit fest. Dies ist ein Verstoß. Nun, ich gebe zu, dass ich in der Öffentlichkeit getrunken habe. Das ist gut. Das macht's auch gleich viel einfacher, nicht wahr? Zeigen Sie mir Ihren Ausweis, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Ist sie das? Also mit viel Fantasie, ja. Okay. So. Alles gut. Waffenstand hat sie nicht. Was haben wir hier? Ich finde es immer ganz interessant, was die Kollegen hier alle schon auf dem Kerbholz haben, ne? Bisherige Verstöße. Achtung. Parken auf Behindertenparkplatz.
mündliche Verwarnung, Fahren mit defektem Rücklicht und Versicherungsbetrug verurteilt. Hier, ne? Ja, die ist, ja. Okay. Das passt auf jeden Fall. Ein Engel ist sie nicht, ne? Aber für eine Verhaftung reicht's auch nicht. Das heißt, sie kriegt hier ihren Lappen und dann ist gut. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld von bis zu $300 für Trinken in der Öffentlichkeit. Und damit ist der ganze Tag versaut. Ja, ist das meine Schuld? So. Sie können jetzt gehen. Richtig. Schönen Tag noch. Adios. Ah, jetzt sind wir genau auf dem anderen Ende von der Polizeistation wieder angelangt. Das heißt, ich bewege mich mal wieder Richtung Hauptstraße, dass hier ein bisschen wieder was geht. Nicht, dass wir dieselben Straßen nochmal ablatschen, da kommt da ja nicht viel Neues wirklich. Was ist die Jean-Rot? Okay. Oh, da haben wir schon wieder ein Pannenfahrzeug. Da gucken wir doch mal gleich, was Phase ist. Als Retter in der Not. Ja gut, das letzte Mal war es dann gleich eine Verhaftung. Mal sehen, was hier passiert. Brauchen Sie Hilfe mit Ihrem Fahrzeug? Ich brauche einen Abschleppwagen. Mein Auto hat endgültig den Geist aufgegeben. Ja gut, dann schauen wir doch mal, was los ist, ne? Aber die wackelt auch ziemlich durch die Gegend hier. Guckt euch die Mademoiselle mal an. Ich muss Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Da stimmt doch wieder was nicht. So, Frau Sophia Gomez. Versicherung bzw. Führerschein hier. Der ist mal gültig. Versicherung bis 15.12. Was? 22 ist auch ungültig. Ach Mensch, Mädel. Das geht gar nicht. So, dann machen wir mal einen Test. Bitte die wackelt mir zu sehr durch die Gegend. Während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Ja, ich wusste es doch. 0,16, ich glaube 0,08 sind erlaubt. Voll wie eine Eichlatte. Sicher ist sicher. Drogentest gleich hinterher. Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Ja, wieder an die Stirn, ne? Läuft. Amphetamin, Drogen auch noch. Super. Läuft, läuft, läuft. Ja, jetzt können wir uns fast aussuchen, ne? Was hier los ist, ne? Aber ich meine, sie ist sowieso am Hintern. Ne? Also auf Deutsch gesagt, am Arsch. Ne? Kann man jetzt machen, was sie will. Was hatten wir gesagt? Versicherung ist durch. Das nehmen wir gleich mit hier noch. Hier ist ein Strafzettel wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ich glaube, der Perso war in Ordnung. Da gehe ich jetzt auch kein Risiko ein, weil ich mir jetzt nicht ganz sicher bin. Die geht sowieso in Bau. Ne? Für den Drogenkram hier. Das war Amphetamin. Ich muss sie festnehmen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bitte, Officer! Was ist denn heutzutage mit den Mädels los? Welche mit Amphetamin und den ganzen dünnes Pfiff? So, ich will nur ganz kurz mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. So. Ich habe illegalen Gegenstand gefunden. Ach hier, guck mal, volles Programm. Springmesser, Handfeuerwaffe, Marihuana, menschliche Zähne. Ja, Fragen keine. Ne, da würde ich doch mal sagen, das war's für Sie. Mein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. So, und die Mademoiselle lässt mir natürlich ebenso einsacken hier. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Da haben wir bei der Gelegenheit noch so eine Hobby-Dealerin festgesetzt hier scheinbar. So, Kollegen, könnt ihr hier mal übernehmen? Na, schön hier geblieben, schön hier geblieben. Ganz cool bleiben. Hör auf zu sabbeln, steig aus und komm her. Immer diese Sabbelköppe, weißt du?
Ja, nehmen Sie mit. Zu kooperieren und mich zum Streifenwagen zu begleiten. Eben. Zu Ihren Diensten, Officer. Ach, Leute, hier machst du heute was mit. Ja, die Brightener, ne? Gucken immer so harmlos aus der Wäsche, ne? Die haben es faustdick hinter den Ohren, die Kollegen hier, ne? Da muss man mal gucken. Sag mal, hat die da eine Flasche in der Hand? Ne, sah gerade so ein bisschen so aus. Na dann, schönen Tag noch, ne, Frau. Schön, jetzt hier. Ich finde, man muss immer mal ab und zu eine Pause machen, ne? Weil sonst wird es tatsächlich so ein bisschen eintönig. Aber wenn man so zwischendurch immer mal wieder so eine Pause macht, wie wir es jetzt hier auch machen, ich komme immer wieder und wieder gerne zurück zum Police Simulator Patrol Officers. Wir werden auch gewiss demnächst mal wieder hier die Highway Patrol spielen. Und wer weiß, wenn es mal, ich sage mal und betone es hier auch, angemessenes Angebot gibt für die Fahrzeugskins bzw. für die Character-Skins, dann, ne, für 1-2 Euro bin ich dabei, ne, können auch ein paar mehr sein, aber nicht bei den aktuellen Preisen, das ist Fantasie, ne, also wer das kauft, ist Fanboy für mich oder Fangirl, bitte jetzt nicht böse sein, aber das sind keine Preise, die man als normal menschlicher und fühlender Spieler ausgeben sollte, ne, definitiv nicht. So, ist jetzt hier mal grün? Ja. Hey. Moin. Wieso kann ich den jetzt nicht grüßen? Ja, das ist auch so. Das haben sie bis heute nicht korrigiert, ne? Du musst wirklich in einer hundertstel Sekunde zurückgrüßen, sonst geht das nicht mehr. Du hast genau eine Chance und die ist eine hundertstel Sekunde lang. Dann ist vorbei, mein Freund. So, in der Seitenstraße was los? Ja, ihr wisst ja, ne? Die Seitenstraßen, die Keimzellen der Kriminalität, ne? Hier stehen ja öfter unsere Dealer rum, da muss man immer ein bisschen gucken, ne? Immer im Auge behalten, die Jungs. Ja, also ich habe jetzt nichts gesehen von wegen Müll. Ich ahnte nur das, was ich sehe. Wie im richtigen Leben, ne? Von daher kriegt es noch vom Anwalt recht. Sie haben das ja gar nicht gesehen. Sie können das ja gar nicht ahnden. Ne, da stehst du da. Da musst du beweisen. Ne, kann ich nicht. Deshalb nur Straftaten, die ich sehe und mitbekomme. Da bin ich dran. So, kriegen wir jetzt hier auch nochmal grün, oder was? Hallo? Wieso kriegen die jetzt grün? Naja. Habe ich irgendwas verpasst? Ist hier eine Grünphase ausgefallen? Nee, ich wollte schon sagen. Hey! Hallo, Bürger! Hallöchen! Wer hat sich übrigens diese schönen, schaurigen Statuen ausgedacht? Das ist ja so Stoff für Albträume, ne? Ich sag mir mal was, wie es ist. Schön ist anders. Schön ist anders, Freunde. So, ich gucke jetzt tatsächlich mal. Das hier, nach rechts, ab diesem Schild, ist ein Taxistand. Aber ich sehe gerade, er hat hier diese Shift-Sticker im Fenster. Das sind ja diese Privattaxis, der darf da stehen. So, hier ist der Taxistand zu Ende. Das heißt, dann dahinter können auch alle stehen.
Es sei denn, da steht ein Hydrant oder ähnliches. Aber ansonsten, safe Sache hier. Da haben wir Rollstuhlparkplatz. Das hat gepasst. Da stand auch einer mit Rolli. Bapperl im Fenster. Das sieht mir schon fast zu vorbildlich hier gerade aus. Ihr wollt mich doch hier täuschen, oder? Irgendwas ist doch im Busch. So, Parkverbot von 8 Uhr vormittags bis 12 Uhr mittags. Freitags. Jetzt haben wir aber Donnerstag. Das heißt, hier dürfen alle stehen. Allerdings auch nicht so, wie sie wollen. Der Kollege hier steht eindeutig zu weit in der Fahrbahn. Was? Wie minus 5? Jetzt mal ohne Scheiß, Freunde. Der steht doch zu weit auf der Fahrbahn. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Echt jetzt? Das ist genau der Punkt, wovor ich ein bisschen Angst habe. Wenn ich mal mit euch so eine 8-Stunden-Schicht spiele, ne? In der offenen Streife. Wenn da deine Charakterpunkte weg sind, ja, dann ist die Schicht vorbei, dann ist das Spiel aus, ne? Aber das macht ja auch nur Sinn und Spaß, wenn es gerecht natürlich bewertet wird. Ich sehe jetzt keinen Grund dafür, dass er mir die Charakterpunkte abgezogen hat. Naja, also es kann auf 8 Stunden dann relativ schnell gehen, dass deine Punkte weg sind. Ja, und dann stehst du da. Ne? Beziehungsweise nicht mehr, weil deine Schicht dann ja vorbei ist. So, hier haben wir noch ein abgelaufenes Kennzeichen. Das ist ja mein persönlicher Albtraum, wenn ich jetzt mal wieder die Zeit habe und wir dann wirklich mal diese 8-Stunden-Schicht rocken, ja? Dass die vorzeitig zu Ende ist, weil dir gerechtfertigt oder ungerechtfertigt die Charakterpunkte ausgehen. Davon hast du nur 100. Und auf 8 Stunden, ne? Also wenn ihr mal selber schaut, ihr wisst das selber, wenn ihr es spielt hier, ne? Dann geht das so schnell raus, die Punkte. Wenn du Fehler machst. Das geht so schnell. Kannst gar nicht so schnell gucken. Entschuldigen Sie, Officer. Jawohl, ja. Bitteschön. Achso, wieder den Wegweiser spielen. Bitte, okay. Officer, ich versuche das Steak and Whiskey zu finden. Können Sie mir zeigen, wo das ist? Ja. Das scheint ein beliebter Laden zu sein, ne? Ist ein beliebter Laden. Ist heute schon der zweite, der danach fragt. Ich glaube, ich muss da mal vorbeischauen. Scheint wirklich gut zu sein. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Officer. Gerne. Auf Wiedersehen. So, ich habe so ein Gefühl, dass die Schicht sich so langsam dem Ende nähert. Ja, da oben links sehen wir es. Okay. Das heißt, wir machen uns mal so langsam, gemütlich wieder auf den Rückweg in Richtung Wache. Da palütert es. Ja, aber ich sehe die Person nicht. Egal. Ja, der Kollege steht genau hinter der Grenze. Nee, da mache ich jetzt nichts. Da können sich die Kollegen aus dem anderen Revier drum kümmern. Das soll nicht mein Bier sein hier und heute. Ich glaube, nach oder vor der Brücke rechts, glaube ich, geht es zum Revier. Müssen wir mal gucken, ob ich mich da richtig erinnere. Weil in Kürze müssten wir den Funkspruch kriegen, zum Revier zurückzukehren. Tag. Ein bisschen arrogant, ne? Grüß noch nicht mal. Ich grüße hier freundlich. Tch. Ja, einige haben es nicht nötig, ne? So, jetzt ist hier gerade grün. Dann nutzen wir die Gelegenheit. Schnell rüber. Okay. Weil ich glaube, jetzt an der Tanke rechts, da glaube ich, geht es Richtung Revier. Dann bleiben wir jetzt hier auch in der Nähe die letzten Minuten.
Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, ja ein bisschen Pause gemacht mit Police Simulator Patrol Officers. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch wieder ein bisschen Lust drauf. Also ich schon, auf jeden Fall. Gerade weil wir jetzt auch mal ein bisschen Pause gemacht haben, juckt es mich wieder in den Fingern. Ja, wie gesagt, wenn es euch genauso geht, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin immer wieder beeindruckt hier von den Details. Okay, jetzt von der Schrift hier oben nicht. Das ist nicht toll gemacht. Aber sonst so, von den kleinen Details, die ihr so an jeder Ecke seht hier in dem Spiel. Immer wieder schön. Eden's Garden. Was haben wir hier? The Little Store. Ach, das ist ein Laden. Das sah für mich jetzt fast aus wie, ja, so Restaurant oder irgend sowas. So, da vorne hatten wir den schon kontrolliert. Das sieht ein bisschen aus, als wenn er auf dem Bürgersteig steht. Aber werden wir ja gleich sehen, ne? Wenn dann Papa da oben da auf der Schirm... Ihre Schicht ist ja, ich weiß. Aber jetzt bin ich schon hier. Warte mal. Wenn ich schon hier bin, dann kann er sich noch einen einkassieren hier. Da wollen wir ja nicht geizen, nicht wahr? So, Position, Ausrichtung auf dem Bürgersteig. Ja, das haben die auch mit einem der letzten Patches überarbeitet. Wenn deine Schicht vorbei ist, kannst du auch nicht mehr punkten. Es sei denn, du hast den Fall schon angefangen, bevor die Schicht als beendet verkündet wurde. Ansonsten ist vorbei. Wie geht's? Hallo. So, dann mal zurück aufs Revier. Nach der Schicht kommt immer die Papierarbeit, ne? Ich hasse das. Ja, was soll man machen? Job ist Job, ne? So, wo ist denn hier mein Schreibtisch? Da ist er. So, also wenn ich das richtig sehe, insgesamt nur 5 Punkte abgezogen. Jetzt müssen wir auch nochmal gleich gucken. Ja, da oben sehen wir das Verhalten. Ich will jetzt zum Schluss nochmal ganz schnell gucken. Wofür zur Hölle, warum haben die mir das abgezogen? Das war hier dieses Parken. Warte mal. Wir gehen mal runter. Schauen wir uns mal näher an. Unrechtmäßig. Strafzettel für Parken zu weit auf der... Leute! Ich gucke mir die Wiederholung auch nochmal an, ne? Aber schreibt mir mal. Für mich war das definitiv auf der Fahrbahn. Keine Ahnung. Also es gibt immer so wieder so Situationen, wo ich mir ziemlich sicher bin und dass ich da auch im Recht bin, dass die Fahrzeuge zum Beispiel, was weiß ich, auf dem Bürgersteig stehen oder zu weit davon, es aber nicht gewertet wird und stattdessen kriegst du einen Abzug, was natürlich unfair ist. Hier waren es jetzt nur 5 Punkte, aber... Ne, in der Masse ärgerlich. So, wir haben jetzt hier mittlerweile 3657 von 6400 XP. Dann sind wir bei 10 von 10 Sternen. Das freut mich natürlich. Aber da brauchen wir noch ein bisschen für. Okay, Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Daumen nach oben, Glocke läuten, volles Programm. Lasst ein bisschen Liebe da. Ja, in diesem Sinne, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, schaut mal wieder rein. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal-Leute, abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss.